Ja, herzlich willkommen hier zurück bei mir in der Werkstatt, meine lieben Roller- und Tuning-Freunde. Was seht ihr hier? Ja, meine Sandstrahlkabine. Ich werde euch jetzt auch mal erklären, warum ich die jetzt filme. Ja, ich muss euch noch was zeigen. Und zwar Folgendes: Diese ganzen Gusszylinder, ja, aus Grauguss, die haben ein Problem. Ja, da lösen sich immer vom Gießen noch Partikel, die ja einfach nicht rausgemacht oder die man einfach nicht rauskriegt. Jetzt habe ich mir überlegt, ja, die Kanäle zu strahlen. Ja, zu strahlen, aber nicht mit Glasperlen, weil ich habe 2 oder 3 Granulate hier. Jetzt muss ich nicht noch Glasperlen haben. Ich schwenk mal kurz rüber direkt. So. Mal wieder hier auf mein Ständerchen. Ja, ach, mal keine Lampe mehr an. Lampe aus. Es geht darum. Viele von euch wundern sich ja schon mal, dass der Kolben nach kürzester Zeit aussieht, als wenn er, ja, wie soll ich sagen, Sand angesaugt hat. Ja? Sand angesaugt. Nein. Wenn ihr einen vernünftigen Luftfilter drin habt und so, dürfte am Kolben keine Riefe zu sehen sein. Wisst ihr, was das ist? Und zwar, ich werde euch das mal erklären. Es lösen sich hier, ja, vom Guss Partikel ab. Ja? Und diese Partikel werden mit reingezogen und kommen zwischen, ich habe die jetzt schon ein bisschen sauber gemacht, zwischen Kolben und Zylinderwand. Ja, Endeffekt, was ist? Ja, Kolben verkratzt. Ne? Deswegen bin ich am Überlegen, die zu strahlen. So, worauf ich noch hinaus will. Wenn ihr so einen Zylinder kriegt, ich meine, der ist jetzt hier ist schon bearbeitet, alles, aber es sind überall noch scharfe Kanten. Ja, tut mir einen Gefallen. Fallt eben bitte einmal drüber. Ja, je nachdem, dann kann sich da auch ein Partikelchen lösen. Seht ihr hier, die könnt ihr nicht sehen, diese feinen kleinen Partikelchen hier. Ja, also es ist ganz schlimm. Da legt aber auch keiner großen Wert drauf. Also die Hersteller, das können die auch nicht. Für den Preis sollen die da noch einen hinstellen, der da mit der Feile noch am Entgraten ist? Nee. Deswegen zeige ich das hier nochmal so klar. Ihr könnt auch nichts kaputt machen. Also nehmt euch eine kleine Schlüsselfeile, schaut meine anderen Videos vorher an. Habe ich alles schon gezeigt. Hier, der ist noch mega scharfkantig, wirklich, das ist kein Witz. Ja. Macht eine deutliche Phase dran. Und dann ist die Sache doch erledigt. Ja, jetzt ist gut. Ne? Also. Das gilt eigentlich nur für Gusszylinder. Bei Alu habe ich das noch nicht gesehen. Ja. So, jetzt haben wir den entgratet. Jetzt müsst ihr den natürlich wieder sauber machen, ausspülen. Ich mache das am liebsten mit Wasser. Wasser und Spülmittel. Aber da ist bei dem Grauguss das Problem. Der setzt sofort Rost an in der Laufbahn. Das ist nicht schlimm. Ja. Das braucht ihr eigentlich gar nicht zu beachten. Aber damit kriegt ihr den am saubersten. Also, ja, von den Spänen her. Gut, das wollte ich euch nur noch mal zeigen. Wie gesagt, entgraten. Hier drin habe ich ja gezeigt schon. Auch die Kanäle entgraten, ne, Freunde. Hier sind solche Grate drin. Ja, da macht ihr euren Kolben mit kaputt. Also nicht den Kolben, die Kolbenringe. Ja, Kolben vielleicht auch. Ja, ihr müsst einfach mit der Feile durch die Kanäle gehen und dann mit dem Finger rein. Ihr dürft nichts spüren, wenn ihr den Finger leicht in das Loch drückt. Da dürft ihr keinen Grat spüren. Ja, das muss glatt sein. Das ist das Problem. Deswegen halten die Zylinder auch nicht so lange, weil das kein Mensch macht. Ich mache das. Hier sehe ich noch gerade was. Das habe ich übersehen wohl. Ja, ich versuche euch das mal hier zu zeigen. Ja, Pfeile hin und her. Die senkrechten sind nicht so schlimm wie die waagerechten. Ja, weil der Kolbenring,
ja, wie soll ich sagen, sich minimal vielleicht einfädeln könnte, ja? So. Ja, jetzt ist gut. So. Das ist ganz wichtig, Leute. Bitte, wenn ihr, ist egal von welcher Firma ihr einen Zylinder bekommt, einen Grauguss-Zylinder, schaut nach, ob der entgratet ist. Wenn nicht, kauft euch einen Schlüsselfeilensatz. Habe ich ja schon mal gezeigt. Ja. Der kostet, ich glaube, 7 €. Ja, und dann seid ihr also safe. Ja. Viele verbauen das so und wundern sich, dass der Kolben sich aufgerieben hat, beziehungsweise die Ringe kaputt sind. Das muss nicht sein. Ja? Wenn ihr den entgratet, habe ich schon ein Video drüber gemacht. Alles gut. So, ich sehe gerade mein Handy, will hier gerade abkippen. Ja, dann sage ich mal bis später und tschüss.